Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raibo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bekommt ihr wieder einen kleinen Mitschnitt aus dem Stream zu sehen. Es geht um den Challenger Mark III. Ein Fahrzeug, das ich schon relativ lange nicht mehr gefahren bin. War ein Wunsch aus dem Stream und da haben wir uns gedacht, komm, wir setzen uns einfach mal rein. Weil wir generell auch so ein bisschen über die britischen Panzer, gerade auch im High-Tier gesprochen haben und auch über den Britenbaum an sich. Und man muss ganz klar sagen, die Challenger können zwar was, aber sie haben halt nicht die Mobilität, die jetzt zum Beispiel russische Fahrzeuge haben oder auch andere westliche Panzer, wie zum Beispiel ein Leopard oder so. Da hängen tatsächlich die Challenger, egal ob das jetzt hier ein Mark III, ein Mark II oder eben auch die entsprechenden Challenger 2 sind, wobei bei den Challenger 2 gibt es Ausnahmen, ja, da haben wir zum Beispiel den Challenger, den Black Knight, was ja auch ein Challenger 2 ist und den Challenger 2E. Die sind schon relativ gut mit dabei, zumindest was bei den Challenger 2 der Fall ist. Der Challenger 3 TD, wissen wir alle, der ist dann da auch schon deutlich besser. Aber von den Challengern 2 sind eben der 2 Black Knight und der 2E eigentlich noch so mit die besten, die wir haben. Der 2 OES, der ist auch relativ langsam, weil er ziemlich schwer ist mit seinen knapp 75 Tonnen. Und die Challenger Mark II, Mark III, die hängen da auch in der Mobilität tatsächlich ein bisschen sehr hinterher. Ihr seht es hier, wir haben ein Kampfgewicht von 65,5 Tonnen bei 1217 PS. Also das merkt man schon, da muss man auch entsprechend mit umgehen können. Und ich glaube, das ist auch das, warum halt eben die Fahrzeuge, ich will nicht sagen unbeliebt, aber nicht so beliebt sind wie andere Fahrzeuge in diesem BR-Bereich. Man muss halt eben schon schauen, man muss eben schon sehen, wann kann man sich bewegen. Man muss einschätzen können, wo man hinfährt, aus welcher Position heraus man kämpft und wenn man sich dann vor allen Dingen auch weiter nach vorne bewegt, weil sonst fährt man dem Gefecht sehr, sehr hinterher. Ihr habt eine ziemlich gute Nachladezeit, also wir sind jetzt schon ohne eine Ass-Crew bzw. ohne eine Experten-Crew bei 5,8 Sekunden Reload. Das ist vollkommen in Ordnung, da kann man mit arbeiten. Wenn wir uns hier den Ladeschützen angucken, ihr kriegt das noch auf 5 Sekunden runtergedrückt. Der Turm hält vor allen Dingen, wenn ihr Hulldown steht, auch ein bisschen was aus. Ja, die Wanne, das könnt ihr vergessen, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Obwohl die Wanne hier entsprechend geschützt ist, auch hier unten mit Reaktivpanzerung und auch ein Ticken hier weiter unten mit Verbundpanzerung, die jetzt nicht wirklich dick ist, habt ihr hier immer noch hier vorne das Riesenloch beim Fahrer. Also da schießt euch halt eben auch alles durch. Das sieht beim Turm schon ein kleines bisschen besser aus. Ja, der kann an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen was bouncen. Aber es gehen halt auch einfach glatt teilweise auch Schüsse durch. Aber wenn ihr halt eben ein bisschen gewinkelt steht, in einer Hulldown-Position, also so nach schräg hinten, dann geht das schon ganz gut. Ich habe euch eine Runde mitgebracht, die am Anfang gar nicht mal so gut lief, weil ich einfach wieder blind war, beziehungsweise auf was anderes geachtet habe in dem Moment, aber danach doch noch ganz ordentlich war. Und ich denke, da seht ihr dann auch ganz gut, was mit dem Challenger Mark III so möglich ist. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Also seid mir nicht böse, wenn ich euch, wenn ich jemanden von euch vielleicht mal überlesen sollte, das passiert leider. Wo war er? Oh, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich woanders hin, weil ich die Artillerie gerade rausgehauen habe. Oh, das sind auch wieder so geile Runden. Egal. Er kann halt aber auch, weißt du, da vorne steht der CTCV. Und der Leopard fährt halt eben auch einfach mal ganz kackendreist über die Promenade und schafft's halt einfach, ne? Na gut. Ich mag Thermal Generation 1 einfach nicht. Ich mag es einfach nicht.
Uiuiuiui, jetzt werd mal nicht frech hier, Freundchen. LOL, wie er es natürlich weiß. Na klar. Und er böllert mir direkt durch die Chopham-Panzerung durch. Mhm, natürlich, weil du mich auch gesehen hast. Na gut. Kann ich hier durchschießen? Nee, kann ich nicht. Das freut mich, Huhe. Das freut mich. Die Runde verlieren wir. Ich stehe da an einer völlig dämlichen Stelle, wirklich. Heli. Ich glaube, der Leopard... Ja, da unten steht er, kann aber nichts gegen ihn machen. Steht da noch irgendwas? Oh, come on. Die Briten haben halt das Wenden auf der Hochachse auch nicht erfunden. No. Dafür wird er mich hassen. Und tschüss. Ich liebe sowas. Es ist einfach so frech.
Ach, love it. Ganz ehrlich. Ohne Witz, Freunde. Ich lieb's einfach. Ich lieb's. Oh shit. Ja, Clips könnt ihr alle selber machen. Ihr könnt dann zwar die Links nicht posten, aber die Clips könnt ihr alle selber machen, ja. Könnt ihr gerne machen, ja, gerne. Freue ich mich drüber, wenn ihr Clips macht von sowas. Du musst es auch, du kannst ja dann zurück. Ach, warte, ich schreib's mir schnell auf. So. Hole ich mir meinen Ladeschützen wieder? Ja, komm, ich probier's. Ich weiß jetzt schon, dass ich's bereuen werde. Das kommt immer auf die Situation an, Glumandi. Es kommt immer auf die Situation an, was gerade gebraucht wird. Wenn du schon zwei, drei Flieger in der Luft hast, würde ich sagen, nein. Aber es kommt immer auf die Situation an, in der du dich gerade befindest. Nö, habe ich nicht gesehen. Kommt drauf an, womit er diese Kills gemacht hat, finde ich. Aber das Video habe ich nicht gesehen, nee. So, ja gut. Okay, drei Gegner sind noch drin. Einer steht irgendwo im Spawn rum, weil der noch gar nicht drauf gegangen ist. Ja, sind ja nicht viele Schweizer Panzer. Aber die werden mit Sicherheit auch ins Spiel kommen. Also ich rechne damit, dass der Schweizer Leopard mit der 140mm Kanone ein Eventfahrzeug wird. Vielleicht sogar schon das nächste. Könnte ich mir schon vorstellen. Mist, ja. Oh, schade. Na gut. Aber wir haben es noch gut rumgerissen.